Und dann wird losgesprintet. Nicht mal darauf geachtet, ob die anderen überhaupt noch hinter mir bleiben. Einfach auf das Vieh zu. Gut, dann brauche ich von dir bitte eine Athletikprobe, stellvertretend für die anderen, gegen die 10, um rechtzeitig einzutreffen. Denn ja, mit so einer Kreatur hat noch niemand gerechnet. Den packe ich nicht. Oh, go! Ja, ich würde gerne die Truppe um mich neu formieren und effektiver gegen den Feind vorgehen. Du kannst auf alle Fälle hinter den Leuten sehen, wie jetzt nicht nur ja, der Holzgolem auf dich zurennt, sondern weitere Maraskaner, die mit ja, allem bewaffnet sind, was die Felder hergeben und ebenso die Reihen der Feinde wohl verstärken. Ja, ich gehe zwischen die Männer auf jeden Fall, um die Reihe zu verstärken. Und der Thulamide sieht mir nach einem sehr tollen Ziel aus, um den schnell auszuschalten. So, du möchtest dich also vorbeidrücken. Wie hättest du es gerne? Nö, 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 ich metzel mich durch mit Du den Männern. metzelst dich durch. Ich will mich mit den Männern durchkämpfen. So schnell wie möglich den Feind hier besiegen und das große Vieh angreifen. Der Magier selbstverständlich ist ja kein Idiot und würde selbstverständlich nicht irgendwie vorne kämpfen, sondern hat da natürlich ein Schild aus Kamortgardisten, Söldnern und roten Legionären, sodass du da wirklich auch durchgehen musst. Den Holzgolem kann er allerdings nach vorne schieben. Okay. Jalan versucht zu sprinten Aber und fällt immer und immer wieder in den Sand. die schwere Rüstung hindert leider doch mehr als man möchte. Es geht voran, langsam, gemächlich. Ephadaios, du siehst, ja, auf der unteren rechten Seite geht das wohl gerade ein Hauen und Stechen. Hier gibt es keine wirklichen Gewinner. Jetzt gerade in dem Moment, wo du rausguckst, kannst du wohl sehen, wie ein paar Tiere des Waldes, ein paar Jaguare freigelassen werden, die jetzt tierisch, brutal, bestialisch in die Flanke fallen, so sich denn hier eine kleine Flanke gebildet hat und hier wohl gerade versuchen, die Menschen unorthodox anzugreifen, wie es Tiere eben tun. Das Blick ist vor allem gerichtet auf die Piraten, die er hier unten sieht. Wie konnte das denn? Ja. Verdammt, und da hinten ist diese riesige Kreatur. Celeste, wenn das sieht nicht gut aus. Ich fürchte, dein Mal muss warten. Wirst du nun auf mich hören, auch wenn ich das Deck hier verlasse? Was willst du denn, was ich tue? Wir werden mit der Arche das Schlachtfeld betreten. Bring mich langsam zu dem Holzgolem. Ich werde ins Maul gehen und dann kannst du sein Holz verschlingen und dem deinen hinzufügen. Greife mit deinen Ästen. Und ich werde ihn kampfunfähig machen. Für unsere Gut. Kleine. An dieser Stelle habt ihr keine Helden. Das heißt, es wird genauso stattfinden, wie es prophezeit worden ist. 60% von euren Einheiten werden hier unterliegen. 30% von der Kamortgarde. Eine sehr solide Leistung. Dafür, dass sie ortskundig sind und dergleichen mehr. Hier an dieser Stelle schauen wir einfach mal, wie der Kampf ausgeht. Der Kampf wird allerdings erst Auswirkungen haben, nachdem die erste Kampfrunde hier beendet ist. Danach werden wir schauen, ob die Leute dann in Panik ausbrechen oder auch nicht. Wir werden uns diesen Kampf gleich ansehen. So, dann möchte Kiaras die Leute selber kommandieren oder möchtest du einzeln als Held versuchen, den Golem zu bekämpfen? Ich will versuchen, die Leute zu kommandieren und das rumzureißen. Okay, dann können wir hier wirklich jetzt einmal etwas bewirken. Ja, die Leute haben einen Kommandanten der Qualität 4. Das heißt, er selber würfelt mit einer Erleichterung von, na, das rechnen wir alles nochmal neu aus. Also, die Leute haben eine Qualität von 4.
Was habt ihr für eine Qualität? 3. Also ich bin definitiv 4. Du bist als Held sogar noch höher. Professionalität ist also minus 3 Punkte. Ich zieh die alle hoch. So, dann die Moral. Die Moral von denen ist auch 4. Eure Moral ist um einen Punkt gefallen. Sie sind kaum motiviert, weil sie nicht genau wissen, gegen wen, beziehungsweise eher für wen sie kämpfen. Sie kämpfen für mich. Nein. Ich bin jetzt hier. Ich will strahlendes Beispiel sein. Du hast deine Überzeugungsprobe schon verkackt. Differenz Moral sind 2 Punkte, mal 2 sind minus 4. Das ist allerdings nur eine Qualitätserleichterung für die anderen und keine Erhöhung für euch. So, dann haben wir die Moral geklärt, die Professionalität haben wir geklärt. Ihr bekommt einen Punkt dazu, Erleichterung, weil es aufgeklärtes Gebiet ist. Dann, die Feinde kämpfen in leicht befestigter Stellung, minus 3. Ihr kämpft gegen eine leicht befestigte Stellung, plus 3. Differenz Moral habe ich schon gesagt, ortskundig, minus 3. Geländekundig minus 3. Ihr habt keine Belagerungsgeräte. Hinterhalt zähle ich hier nicht. Das wäre sowieso der Punkt für Romili gewesen. Den kriegt sie aber nicht. Schlechtes Wetter ist es nicht. Belagerungsgerät, magische Unterstützung habt ihr nicht. Das sollte es, glaube ich, gewesen sein. Dann habt ihr ein gemischtes Heer. Ihr minus 1. Die anderen kämpfen mit schwerem Fußvolk minus 3. Ihr kämpft gegen eine befestigte Stellung, plus 3. Das ist immer noch die gleiche Erschwernis von plus 4. Und ich glaube, die sind jetzt so ein bisschen besser geworden. Aber das macht jetzt gleich den Unterschied. Sie sind jetzt nicht mehr in Überzahl. Ihr habt, ich glaube, das sind 33, ne? Also von 120 Leuten. 120 Leute, die ihr in den Krieg geführt habt. Und die habt ihr jeweils gedrittelt. Also 40. Genau, 40 und 25 Maraskaner. Das sind 65. Und die hatten ehemals 40. Ich habe jetzt nämlich jetzt ohne, weil ich mir das Rechnen sparen wollte, habe ich jetzt auch mal gesagt, genau so viel wie ihr. So, jetzt müssen wir gucken. 65% zu 40. Das heißt, ihr habt eine 0,6er Überzahl. Das ist ein Modifikator von minus 9. Das reißt jetzt rum. Und die kämpfen gegen die plus 9. Also habe ich eine 9er Erschwernis. Warte kurz. Deutliche Übermacht an Schützen. Keine deutliche Übermacht an Reiterei. Soll so passen, okay. Dann darfst du eine Kriegskunstprobe würfeln. Minus 1 plus 3. Minus 1 plus 3 sind erstmal plus 4. Minus 9 sind eine minus 5. Deine Kriegskunstprobe geht gegen die minus 5. Okay. Schon, Keras. Alles oder nichts. So, dann minus 3, minus 4, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, plus 9 sind minus 10. Du hast 12 Punkte über. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich diese 19 rerollen soll. Nein, nein, das bringt dir höchstens einen Punkt in der THW die Nummer 13. 1, 2, 3. Ja, stimmt auch wieder. Okay, dann haben die auch die Würfel gegen die 10. Gegen die 10 können also die haben eine Erleichterung von 10 Punkten, können aber maximal den THW von 10 reinnehmen. Sie behalten ihre 10 Sternchen über. Ihr habt jetzt aber eine 12 übrig, richtig? Mhm. Okay. Gut, das heißt, ihr habt auf eurer Seite 46% Verlust. Beziehungsweise, ja, minus 3 sind 61 und plus 3 sind 32. Oh, ja, wie machen wir das jetzt? Dann sagen wir eine 60-40. Nicht 60-40, Entschuldigung. Na doch, 60-40.
Sieht schon mal deutlich besser aus. Ich hab grad 50% unserer Leute gerettet. Mhm. 60. 40. Moment, wir haben die 60? Entschuldigung. Falsch. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir... So. Gut, das war die Kriegskunstprobe für Kiaras. Damit hast du allerdings auch viel zu tun und kannst dich nicht um den Golem kümmern. Während du das tust, kannst du bemerken, dass eine Welle der Dunkelheit in euch entsteht. Aus dem Zentrum, da wo wohl gerade Oberleutnant Drachhorst steht. Und alles wird sehr, sehr schwarz. Während die Maraskaner von hinten einfallen und wohl gerade für die richtigen Verluste sorgen, habt ihr hinten ganz, ganz schwere Probleme. Dann erreicht Yalan den Ort des Geschehens und du kannst ja die Zone der Dunkelheit vor dir sehen und die enttäuschten Rufe der Henker vom Näher, vom Greifenbanner, die können sich gerade nur noch verteidigen und wenig tun. Der wirklich massive Impact wird jetzt ausgelöst durch die Maraskaner, die in den Rücken reinfallen. Wie weit breitet sich diese Zone denn aus? Kannst du mir das kurz zeigen? Also, wie komme ich dann drum rum, wenn ich drum rum möchten wollte? Okay. Gut, dann steuere ich direkt die untere Seite an. Ich rufe dann irgendwann, wenn wir so hier sind, rufe ich den Männern zu: Hier halten! Notfalls selbstständig verstärken! Rufst du diesen hier zu? Ja. Okay, das sind wie viele ja, Leute? passt. 12. 12 Stück. 12, die später dann Richtig. das Heer verstärken. Dann, Myria, bleib hier stehen, pass auf dich auf. Also Ja. bei den Söldnern. Und dann werfe ich mich brüllend durch die Schlachtreihe, wenn ich durchkomme. Okay. Ja, du wirst wohl sehen, wie auf dem Dach ein weiterer roter Legionär steht und dir erstmal einen Pfeil entgegenschickt, und zwar gezielt auf deinen Kopf. Und er würde sogar treffen. Dem darf ich ausweichen, richtig? Erschwert um 8. Wenn du ihn siehst, das ist eine Intuitionsprobe. Gut, ich kann nichts daran verlieren, wenn ich jetzt versuche auszuweichen. Na, eins ist immer drin, versuchen wir es einfach. Oder kann ich was verlieren? Also, stehe ich potenziell besser da, wenn ich den einfach nehme und weiterlaufe? Das ist egal. Gut, dann versuchen wir es einfach mal. Intuitionsprobe geschafft. Ausweichen, ich gebe einfach einen W20, den ich würfel Ja, ich gegen glaube, dieses Schwert um deine Behinderung vom Helm. Ja, hat jetzt die Ausweichen ist damage. Also das, egal, ist trotzdem geschafft. Einfach ein W20, gucken, was eine 1 wird. Nein, das ist nicht ausgewichen. Gib mir einen Gut, Treffer. dann kriegst du jetzt 11 Punkte. Und wir würfeln einen W20, ob sich der Schaden noch einmal verdoppelt, je nachdem, wo er trifft. 5. Ja, wie viel Rüstung hast du? 5. Im Kopf? Nein, wie viel Rüstung hast du im Kopf? 5? Ja, 5. Okay, dann kriegst du jetzt 11 minus 5 sind 6 mal 2. Meint ihr, wir können dann Chippy für ausgeben? So eine Wunde oder wäre eine Wunde, ne? Es wäre leider eine Wunde, ja. 6 mal 2 sind 12, das liegt über meiner Wundschwelle. Naja, aber wie willst du den ausgeben? Also, die Idee wäre jetzt gerade, entweder den W20 neu zu würfeln, zu hoffen, dass nicht verdoppelt wird. Hast du eine Selbstbeherrschung? Das wäre schon gleich bei 8. Ja, sollst du schaffen. Chippy, ja oder nein? 3, 2, 1. Nein. 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 Gut, dann kriegst du 12 Schaden in den Kopf. Schon, damit komme ich klar. Selbstbeherrschungsprobe? Naja, Moment, kommt gleich. Ich trage nur schnell die LE ein. Ach, er will gerade nicht. So, jetzt Selbstbeherrschung hier. Die ist gut geschafft. Okay, dann kannst du noch einmal würfeln. Yep. Du fällst zumindest nicht schreiend um. Auch die ist gut geschafft. Und du kannst die Wunde im Kopf ignorieren. Also der Pfeil fliegt gegen den Helm, dellt ihn auch an der Seite ein wenig ein. Das wird hinterher ordentlich Kopfschmerzen geben. Und vermutlich muss man das ganze Ding ausdehnen, aber noch rennt er dann weiter. Sticht so ein bisschen beim Atmen.
Und damit wechseln wir in den Kreis des Todes. Exenmus, Oberst Exenmus gegen den Rondrianer Ahmad Chadr Ibn al-Bakr. Initiative. Natürlich. Bei Kampf ist das, ne? Die berechnete Initiative? Nee, nicht berechnet. Kann sein, dass wenn du den Bonus noch nicht eingetragen hast. Doch, ist eingerechnet, gut. Dann bist du mit der Initiative höher als er und er müsste angreifen. Ja, die Waffe, die er in der Hand hat, er würde gerne auf S angreifen und dadurch, dass du keine 4 oder mehr Punkte hast als er, kannst du zumindest nicht auf, du kannst zumindest nicht auf N verkürzen. Hatte ich auch nicht vor. Mhm, gut. Ja, ist ja schließlich ein ehrenhafter Zweikampf. Er greift dich an und wird einfach mal einen Wuchtschlag 4 sagen. Schaut mal gerade, was da so möglich ist. Mhm, super. Wow. Kein Patzer, den hat er abgefangen und er sticht erstmal daneben. Du bist dran. Ja, ich kontere ihn mit einer ganz gewagten Zweierfinte. Die wäre gelungen. Zweierfinte, okay. Er hat eine Erschwernis von 4 für den Wuchtschlag und 2 von deinem, dann baut er, ja, ist eine 6 Punkte Erschwernis. Das schafft er. Achso, Entschuldigung, das war der Achva, war beim Kentema ist sein Wert 16, also auch höher. Gut. Mhm. Offensichtlich führt er da mit dem Spieß, was wie ein Stoßspeer, und das Ding leuchtet, wie gesagt, blutrot und ein bisschen verkrustetes Blut ist auch dran. Ja. Ja. Und das ist definitiv eine sehr unheilige Waffe. Vielleicht eine von diesen legendären Bluttrinkerwaffen. Ah, okay, ja. Ja, das nur so als Orientierung. Damit ist die erste Kampfrunde durch. Zweite Kampfrunde. Möchtest du vorziehen oder soll er? Er soll. Ja, Wuchtschlag 4. Alles klar. Das schafft er. Dann mache ich Windmühle. Ah. Oh. Darauf hast du doch nur gewartet. Klar. Und das ist natürlich noch eine freie Aktion. Leck mich. Also er darf eine Parade mit halber Waffenparade machen. Er darf eine Parade mit halber Waffenparade machen. Genau. Ja. Halbe Waffe. Nee, okay, dann macht er kein Blödsinn mehr draus. Und schafft das gerade so. Bitter. Ich glaube, da müssen wir jetzt beide einen Bruchfaktor-Test machen. Deine Waffe ist unzerbrechlich und seine auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Tut schmerzend in der Hand weh. Alles klar. Das Metall vibriert. Ja, dann. Hast du mit der Windmühle deine Aktion aufgegeben oder hast du noch einen? Ich habe noch eine. Okay, gut. Dann, möchte ich ihn gerne mit einem Vierer-Wuchtschlag hauen. Vierer-Wuchtschlag? Ja. Bitter. Ach, ist nur ein Zweier-Schwert, aber hätte ich trotzdem nicht geschafft. Wegen der Entrückung. Gut, dann wandelt er jetzt um, wenn du nicht triffst. Und ja, es ist halt blöd. Ich überlege gerade, er macht... Du kannst ja sowieso nicht mehr abwehren. Er greift dich an. Ja, warum kann ich nicht mehr abwehren, Moment? Wuchtschlag 4. Warum kann ich nicht mehr abwehren? Weil er hat seine Aktion, diese Runde schon eingesetzt. Welche denn? Er hat angegriffen. Durch meine Windmühle hat er angegriffen mit dem Vierer Wuchtschlag und dann musste er einmal parieren. Muss er doch gar nicht. Doch, durch die Windmühle musste er einmal parieren. Ach so, das braucht seine auch auf. Das verbraucht seine Parade, ja. Wie krass. Okay. Es ist halt eine +8er-Ansage. Wow. Muss man doch erstmal schaffen, eine Parade. Gut, zweite Kampfrunde ist durch, dritte Kampfrunde. Ja, du musst jetzt deine Vierer-Ansage abbauen, ne? Er macht eine. Genau. Er macht wieder einen Wuchtschlag 4, weil es so schön ist. Dann mache ich eine Einser-Meister-Parade. Ach ne, er muss selber treffen, klar. So. Das schafft er. Die Einser-Meister-Parade schaffe ich auch. Schaffst du auch? Du hast erstmal eine Vierer-Erschwernis durch das. Das sind insgesamt eine Fünfer. Genau, das macht 22 eine 2 5 ist 17, ja. Nee, ich habe eine 2 Entrückung. Okay, gut, dann knallen die Waffen wieder aufeinander. Du bist dran. Alles klar, ja, dann
Würde ich einfach mal, ja. Ne, er hat jetzt seine Probe geschafft, ne? Ja. Ja. Ja, dann würde ich wieder eine Zweierfinte ansagen. Die jetzt um 1 erleichtert ist. Ach komm, Dreierfinte. Gut, Dreierfinte, das ist geklappt. Dann ist jetzt seine Parade um 3 Punkte erschwert. Und er macht Binden. Er macht das Manöver Binden. Er schwert sich das Binden um 4 Punkte. Er hat aber einen Waffenmeister. Das heißt, er hat eine Erleichterung wieder von 4. War das eine Dreierfinte, hast du angesagt, ne? Dann ist seine Parade insgesamt um 7 Punkte erschwert. Oh yeah, du bist gebunden. Bitte. Alles, was jetzt du tust, ist um 4 Punkte erschwert. Beziehungsweise er hat eine 4er Autofinte. Jo, genau. Sehr gut, du bist gebunden. Und dann merken wir uns das einfach mal. Wir sind in der 3. Kampfrunde. Die ist durch. Das nächste ist also in der 4. Kampfrunde. Jalan, du kannst dich durch die Wachen schlachten. Möchtest du an der Kamortgarde und der Roten Legion vorbeigehen? Dann kriegst du 2 Passierschläge. Oder möchtest du die effektiv angreifen? Ich möchte da vorbeigehen. Ich frage mich nur, warum ich 2 Passierschläge kriege, wenn hier nur einer steht. Okay, jetzt. Nö, ja, ich bin gerüstet. Passierschläge sind keine Wurfschläge, ich renne dann durch. Ich mache direkt einen Sturmangriff gegen den Magier. Sind 2... 20, das ist nicht so geil. Schmeißt fast seine Waffe weg. Aber die, warte mal, ist es eine... Du hast Aufmerksamkeit, das heißt, seine ist um 8 Punkte erschwert, aber mit der 5 trifft er trotzdem. Mhm. Und er haut, warte mal, das ist jetzt Rote Legion, ne? Kamortgarde. Ne, das erste war der. Ah, ne, genau, Rote Legion, die kämpft. Ich muss gerade gucken, was das ist. Ein Schnitter. Dann kriegst du 11 Schaden mit dem Schnitter. In meine Zone? In den Bauch. Autsch, das ist gar nicht mal so gut. Da habe ich nur 7 Punkte Rüstung. Echt nur? Ja. Das ist der Kyras, der gibt viel an der Dings und wenig am Links. Gut, Sturmangriff. Sturmangriff, gib mir eine Sekunde, um auf den HP Magier. Ich nehme an, das bekommt Romilly definitiv, was Jalan vorhat. Ja, du siehst, wie jetzt eine Zone der Dunkelheit aufschwappt. Und der Holzgolem wird auf alle Fälle hier richtig fiese Lücken reißen. Deine Maraskaner machen aber richtig gute Arbeit. Die musst du auch quasi gar nicht mehr anführen. Das wird wohl Kiaras gerade von der gegenüberliegenden Seite machen, dass er die auch noch managt und dirigiert, nachdem er begriffen hat, dass das welche auf deiner Seite sind. Und du bist quasi frei zu handeln. Gut, wenn ich sehe, dass Jalan den Magier anstürmt, falle ich dem Magier in den Rücken. Autsch. Alles klar, jetzt geht's los. Was macht denn der Magier? Was macht denn der Magier? Komm zu mir, ich will dir was machen. Transversalis, plopp. Ne, den Transversalis hat er nicht. Man kann da was machen, ich habe meinen Sturmangriff ja eigentlich schon ausgelöst. Er sieht auf alle Fälle, wie du auf ihn zukommst. Ich muss gerade überlegen, eine Aktion hat er, eine Aktion. Wie schnell bist du denn überhaupt? Also ist ja schon noch ein bisschen Distanz. GS5. GS5 nur? Ja, okay, dann hat er 2 Aktionen. Muss gleich mal den Zauber... Ich frage mich, wie viel Linie er hat. Wenn ich meine 2. Aktion vor seiner 2. durchdrücken kann, hat er eigentlich nur eine, oder? Wie gesagt, wenn Romilly sieht, dass Jalan losstürmt, stürme ich auch los. Kannst dann gleich von hinten in den Kampf eingreifen. Ne, den Blitz hat er auch nicht. So, Jalan, hast du deinen Sturmangriff schon gewürfelt? Kann ich tun, wenn du dies jetzt möchtest. Genau, also ich möchte einmal gucken, ob du triffst. Er wird auf alle Fälle... Okay. Muss gerade gucken, bevor er noch irgendwas rausknallen kann. Ich glaube, der Blitz ist das Einzige, was er an Aktion hat. Aber er hat zwei Aktionen. Mit deiner GS5 bist du ziemlich langsam. Ich gebe ihm da 2 Aktionen. Ja, okay. Okay, also, ich weiß, was er macht. Du wenn du jetzt Transversalis sagst, ich komm zu dir nach Hause und schlag dich. Nein, ich hab doch gesagt, er hat... Achso, Blitz hab ich... Nee, Transversalis hat er nicht. So, Kampf. Magierstab. Ist seine Parade erschwert? Nein, ne? Nö.
Dann wird er, du stürmst auf ihn zu, deine Rüstung klappert, du kannst auch wie in Zeitlupe sehen, wie die riesige Faust von dem Golem gerade durch deine Leute flügt, durch die Dunkelheit, die einfach zerstieben. Du tauchst noch einmal mit deinem Kopf ab, damit du kein abgetrenntes Bein eines deiner Söldner abbekommst, und dann stehst du vor ihm. Er pariert mit seinem Magierstab und dann steht die Zeit still. Romilly, Angriff von hinten. Ja, bitte. Erleichtert um 5 Punkte. Hoffentlich reicht das. Nein, ich fächer ihm Luft zu. So, dann kannst du mit dem Stab an ihm vorbeischlagen. Er, als ob er dich gesehen hätte, macht er einen Schritt zur Seite und du schlägst auf den Kopf von Yarlan. Es plonkt einmal auf den Ritterhelm. Entschuldigung. Eine Delle links, eine Delle rechts. Kein Schaden. Achso, okay. Yarlan bekommt keinen Schaden. Die Rüstung ist egal. Ich muss gerade mal wissen, wie hoch ist die Magieresistenz von Yarlan. Leider nur 4. Leider nur 4, gut. Leider nur 4. Das Gute war, er hat in seinen Stab einen Zauber reingebunden. Und durch die erfolgreiche Parade hat er den Paralü ausgelöst. Ehrlich? Ja. Ja, dann nutzlos für diesen Kampf. Wir brauchen einen verdammten Antimagier. Ich glaube, der ist aufrechterhalten. Das heißt, wenn Rommelin jetzt killt, wird alles gut. ZFP Stern Spielrunden auf ein Einzelwesen. Die 11 ASP sind egal. Hat er, wie gesagt, vorher reingesprochen. Und mit diesem Spruch. Ja, schauen wir einfach mal, was Romilly in einem Kampf gegen den Magier tun kann. Während du gerade begreifst, dass du dich nicht bewegen kannst, spürst du wohl, wie der Golem mit seiner Faust dich unglaublich trifft und du wirst durch einen Käfig hindurchgeschlagen, durch die Mauer brichst du durch und bleibst dann liegen, kippst um und liegst dann da. Bewegungsunfähig. Romilly gegen den Hauptmann Magister Ulribor. Derweil kann Romilly sehen, wie sich die Arche dreht, noch einmal auf das Schiff stapft und Ugdan. Yarlan, was wird dann Ugdan tun? Was? Ugdan? Ugdan hat natürlich die Gefangenen, der sieht die Dunkelheit vor sich. Karinor hat noch über die Schulter gebrüllt, er solle wohl die Mitte verstärken. Er bleibt kurz stehen, betrachtet sich die Sache. Bitte verstärken Sie gut aus. Da will ums Himmels Willen keiner reinrennen. Kein preisgefälliger Mensch bewegt sich in diese Dunkelheit. Dann wird einmal links umgewendet und vorwärts geht's. Das heißt, du möchtest hier außen lang laufen oder möchtest du hier in die Mitte rein? Hättest du es gern. Hier in die Mitte, okay. Ja, da sieht es nämlich gerade ziemlich schlecht aus und der Kreis wird weiter zugemacht. Die Leute von Bronn dem Jäger werden hier wohl hoffnungslos unterliegen. Und während sie hier versuchen, hier die in den Rücken zu fallen, können dann die Leute von Ugdan einstürmen, die mit einem lauten Für Praios die eigenen Männer verstärken. Davon bekommt Ahmad Chadar ibn al-Bakra allerdings gar nichts mit, denn der kämpft immer noch gerade in der vierten Kampfrunde gegen Oberst Exenmus und er ist gebunden, hat also seine komplette Konzentration auf diesen Kampf.